hat noch zwei Pokémon. Wait a minute. Oh boy. Okay. You picked the wrong house, fool! Liebe Freunde der gepflogenen Pokémon-Unterhaltung, willkommen zurück hier in Morwill City in unserem absoluten Hardcore-Projekt Pokémon Run and Bun. Der Fluch-Challenge oder der Pechsrad-Challenge oder der, eigentlich ist es eine unmögliche Challenge. Wir sind im letzten Part hier angekommen in Morwill City. Ich habe schon ein bisschen was abgecheckt. Ich habe hier unten eine TM gefunden. Oh Gott. Wie hieß die Attacke? Es ist die Attacke von Katagami. Die Stahlattacke, die nicht missen kann. Smart Strike. Genau, nicht Next Strike, sondern Smart Strike. Und ich habe herausgefunden, dass wir das Fahrrad bekommen, wenn wir die Arena bezwingen. Und was habe ich noch bekommen? Irgendwas habe ich noch bekommen. Irgendwas. Ich weiß nicht mehr. So, auf jeden Fall. Haben wir hier noch eine Route mit ein paar Bären. Okay. Defrost. Ah, gegen Freeze. Okay. Oh. Citrobären. Sehr, sehr, sehr wichtig. Alle Citrobären, die wir bekommen können, sind gute Bären. So. Okay, jetzt haben wir gegen Freeze. Dann haben wir gegen... gegen Burn. Leider noch keine Lumberries, aber wir werden sehen. So, wir erkunden noch ein bisschen, Leute. Unten geht's nicht weiter scheinbar. Genau, der hat mir, glaube ich, was... Ah, ein Sonderbonbon hat er mir gegeben. Genau, damit können wir ja overleveln. Und unter Umständen zum Beispiel ein Pokémon entwickeln. I mean... Das aktuelle Level Cap geht bis zu 35. Theoretisch könnten wir mit einem normalen Sonderbonbon das Level Cap von Panferno sprengen. Also von Pampyro. Und ihn zu einem Panferno machen auf 36. Was sich ehrlich gesagt ganz okay anbietet für die Elektro-Arena. Ich weiß noch nicht, wie realistisch es ist, da reinzugehen jetzt. Aber ich meine, es ist das, was wir tun müssen, um das Fahrrad zu kriegen, nicht wahr? Okay. Oh, bitte gib mir eine Herzschuppe. Okay. Okay. Hast du eine Route oder... Nein? Wow. Keine Route. Im Übrigen habe ich mir Stift und Papier hierhin gemacht. Ich will mal ausprobieren, wie der Folterknechtfluch und so weiter in meinem Gehirn hängen bleibt, wenn ich mir einen großen Zettel auf dem Bildschirm klebe. Ich hoffe, dass ich dann nicht so dumm bin, aber ich kann noch nichts versprechen. Ihr werdet überrascht. Ich hoffe, dass ich nicht überrascht werde, wie dumm ich bin. So, was ist mit dem Bruder? Hallo? Hallo? Digga, ich hab mir extra einen anderen Controller besorgt. Und krieg jetzt einen Disconnect oder was? Ja, scheinbar wird das eine Never-Ending Love Story mit mir und Controllern. Ich habe mir extra eine App runtergeladen, wo ich den Batteriestatus sehen kann, aber scheinbar sollte man das nicht hin und her switchen von Kabel zu nicht Kabel. So, was ist mit ihm? I've been traveling through bla 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 Hohenlömmern. Huh? Wait. Ohne nix? Perfect in my punching technique. Perfecting my punching technique in my journey and learn different moves, blah blah blah. Let me show one of my best moves. Okay. Oh mein Gott, das ist, ich glaube, das erste Mal, wo das Spiel uns etwas gibt. Und das for free? Wait a minute, kann ich den Fire Punch? Okay, Moment.
kann ich nur ein einziges Mal bei dem etwas lernen oder kann ich permanent bei dem etwas lernen? Weil der Fire Punch ist natürlich saugeil für meinen Starter. Den wir ja auch schon Adamant haben und mit perfekten Angriffsdingens. Ich weiß es halt nicht, ne? Attacken kann man nur einmal verwenden in dem Spiel. Also das sind Verbrauchs-Items. Ich will nur wissen, ne? Weil wenn wir den permanent verwenden können, den Bruder, dann, oh mein Gott. Das sind richtig starke Attacken hier teilweise. Oh, fuck. No. Nicht Poison Jab, bitte. Obwohl Poison Jab für Fairies auch sehr geil wären. Brick Break, Fire Punch, Thunder Punch. Komm, gehen wir mal auf den... Thunder Punch auf Maxwell wäre fucking amazing, ne? Für Flug, für Wasser, für Flugwasser wie Garados. Ich glaube, wir nehmen Flare Blitz als Feuer und Donnerschlag einfach als Coverage, oder? Ach, komm. Bitte, please. Gib mir einfach immer die Möglichkeit, alle Schläge zu lernen. Das wäre so unfassbar broken. So, Flame Wheel ist halt schon schwächer als Fire Punch, ne? Hidden Power. Was für eine... Ah, Dragon. Ja, scheiß auf Dragon. So. Bro, bitte sag mir, dass du mir weiterhin Moves lernst. Oh mein Gott. Okay. Bro, das ist das erste Mal, wo wir etwas kriegen. Und da... Oh, das war free. Okay. Ich sag euch, wie es ist. Das macht mir sehr große Hoffnung, dass wir Wally gleich vielleicht schlagen könnten. Mal sehen, ne? So. Okay. Dann lernen wir jetzt noch dem ein oder anderen Pokémon so einen coolen Move. Okay, Freunde. Ich habe vor allem noch Hariyama Brick Break gelernt, weil das 15 stärker ist als Force Bomb. Kann zwar nicht paralysieren, aber kann Reflex durchbrechen, was auch sehr, sehr, sehr gut ist. Wo ich mir vorstellen kann, dass wir das in dem Spiel auf jeden Fall noch sehen werden. Außerdem, boah, da war ich ein bisschen zwiegespalten, ne? Wir haben Geowurf, was theoretisch ein sehr guter Move ist, weil er so viel Schaden macht, wie wir Level haben, und zwar immer. Und dementsprechend sehr nützlich sein kann in sehr, sehr spezifischen Fällen. Aber habe mich dann doch für den Feuerschlag entschieden. Einfach weil wir Pflanzenattacken, Pflanzen-Pokémon damit treffen. Das kann man auch austauschen gegen Donnerschlag oder gegen Ice Punch und so. Je nach Situation. Und jetzt, da wir wissen, wo der Bruder steht, können wir natürlich immer zu ihm gehen und uns sowas holen. Und das ist natürlich amazing. Außerdem haben wir noch den Münzbeutel hier bekommen für das Casino. Und ich bin ehrlich mit euch, ich habe keine Ahnung, ob wir hier irgendwas bekommen könnten. Okay, nein, eine Puppe. Und hier kriegen wir... Was? Knuckle und Stone. Knöchel und Stein. What the fuck? Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich... What? Got two of the same dolls. Okay. Ah, gut. Ich bin mir nicht sicher, ob es worth ist, das Geld hier zu investieren, aber wir werden sehen. So. Okay, Freunde, es bleibt uns eigentlich nichts weiter zu tun. Wir wissen, unten geht's nicht weiter, rechts geht's nicht weiter. Hier muss es theoretisch weitergehen, aber hier ist halt ein Doppelkampf, ne? Und ich glaube, den müssen wir nach der Arena machen. Der wird wieder crazy, oder? Ja, was machen wir jetzt gegen den Bruder? Er hat auf jeden Fall... Prassler?
Der war halt nicht stark, ne? Aber in dem Spiel wird er wahrscheinlich gottlos sein. Sollen wir einfach mit dem Team rein und gucken, wie es läuft? Ich schätze mal, ne? Okay. Lass mich kurz... Ja, komm, wir geben den einfach allen Oranberries. Da könnte ein Trassler mit Hypnose sein, aber... Oder ein Kirlia oder whatever. Hoffe nicht, dass er Gardevoir hat. At this point, aber alles ist möglich. Okay. Jo, lass es uns einfach mal wagen, ne? Was wollen wir machen? Oh, bitte. Ja, die letzte Rivalin war schon unfassbar crazy. Schauen wir mal, was Wally macht. Ich will, dass mein Onkel versteht, dass ich krass bin. Wirst du mit mir kämpfen? Ja, gibt ja keinen anderen Weg, ne? Bitte fick mich nicht jetzt. Er hat noch zwei Pokémon. Wait a minute. Oh boy. Okay. Ich glaube, ich bin hier falsch. 8 Level drüber. Überm Level Cap. Okay. Wild. Oh my goodness, er hat Hypnose. Er hat wirklich, oh. Er wird so ein Hypnose-Kackset haben. Alter, wie viel? Wie viel Schaden? Okay, es ist ein Gimmick-Fight. Es ist ein Gimmick-Fight. Okay, alles klar. Der soll nicht schwer sein. Lul. Der Bruder soll nicht schwer sein. Das ist so ein Typ, der trainiert nur sein Kirlia und hat noch einen VM-Sklaven dabei und that's it, ne? Ja. Okay, never mind, Bro. Ich hatte für eine Sekunde einen Stift in der Hose. Aber alles gut. Das heißt, er wird erst gegen später, insbesondere in der Liga, ein absolut brokenes Team haben. Ich freue mich schon, Bro. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon auf dein Gardevoir oder dein Galagladi. Aber zum Glück war er hier nicht crazy. So. Was wollte er? Aha, Fanboy. Fanboy mit Brille. Cool. So, Elektro-Arena, Freunde. Color Dragon... Das ist wahrscheinlich nicht die beste Option für die Arena hier, ne? Ich sollte mein Team überdenken. Ich überlege mir wirklich, ob es sinnvoll wäre, Panferno zu entwickeln in this point. Weil es ist ein Level. Mienfu wird leider erst auf 50 brauchbar. Der Bruder ist ab 38. Das heißt, nach der Arena... Nach der Elektro-Arena kriegen wir Ralf Ottl, a.k.a. Kramor. Oh, das wäre wild. Das wäre richtig wild. Amoongus entwickelt sich, glaube ich, auch irgendwo um die 38 rum oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Jin. Ja, Jin wäre doch eine gute Idee. Das Ding ist halt, die haben nicht alle Stahlmons, ne? Die haben halt vor allem Elektro-Pokémon. Und gegen Elektro habe ich halt nicht. Ich habe kein einziges Boden-Pokémon. Ich habe Dwebble, a.k.a. Simp. Aber wir haben keine... Maybe Roggenroller? Was hat er? Sturdy? Nee, Clear Body. Okay. Ja, Granger kann ich eigentlich auch hier lassen, ha? Huh? Fuck. Zwei richtig starke Pokémon, die mir nichts mehr bringen hier. Okay, lass mich die beiden mal kurz hochleveln. Okay, Guys, ich habe ein Problem. Ich habe mich gerade gefragt, warum Roggenroller, der Wichser, sich nicht entwickelt. Und mir ist aufgefallen, dass er einen Ewigstein trägt. Lul!
Ja, das war super stupid, Bro. Weil der Kollege hätte nämlich Bulldoze und Rockslide, was natürlich saugut wäre, nicht wahr? Aber der Pokémon-Profi hat mal wieder gar nicht geschnallt, dass der Kollege einfach ein Item trägt, was seine Entwicklung verhindert. Amazing. Dementsprechend ballern wir den jetzt hier mal drauf. Aber Fungus nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Weil der hat auch eine Elektroresistenz. Maybe nehmen wir noch Schäfer mit. Hidden Power Grass und Body Slam und Shockwave. Sehe ich nicht ganz, um ehrlich zu sein. Ja, alles andere ist halt Quatsch, ne? Ist ein okayes Team, aber schon ein Stück weit weg vom wirklich gut sein. Aber ja, Boden-Pokémon hätten wir bekommen können, haben wir aber leider nicht. So, Bruder, hast du auch einen Ewigstern oder willst du einfach auf 38 auch oder? Effect Spore, Tiny Mushroom, Faint Sludge, Giga Drain. Ist okay, nur dass er halt irgendwie, naja, scheiß drauf. Wir nehmen zwei Pilze mit und so, jetzt gehen wir aber rein. Sorry für den Bro. Zack. Okay, ab geht's. So, ja, wir scouten einfach mal, gell? Wir gucken mal, wird Elektrofeld in dem Ding hier gespielt? Was für ein Legi hat er? Dann sehen. Es ist erst der dritte Arenaleiter. Also ein krass powervolles Legi kann er ja noch nicht haben. Okay, du hast Elektrofeld? Ja. Yep. Und ich habe keine Antwort darauf. Also ich kann es nicht verhindern. So, Dark Pulse haben wir gerade gelernt auf 35 oder 34. Toxic Spikes. Oh, okay. Ich habe zwei Gift-Pokémon. Ich habe zwei Gift-Pokémon. Ab geht's hier. Okay. Mit meinen Gift-Pokémon kann ich das wieder ungeschehen machen, was er gerade gemacht hat. Ich habe ein Gift-Pokémon. Du bist kein Gift. Okay, das heißt, Fungus muss auf jeden Fall geopfert werden. Damn. Du bist Elektro-Toxic. Flinch ich dich? Dark Pulse, Flinch-Chance? Nope. Schade. Boah, Digga. Overdrive. Aber okay, man muss sagen, das ist im Elektrofeld hier, ne? Also alles ist auf plus 1 im Elektrofeld. Was meine Gegner mir entgegenschießen. Und Jin hat 2 KOs geholt. Und das muss man ihm einfach mal lassen, Digga. Alola Raichu ist deshalb doppelt so schnell, ne? Ah, schade. Unlicht wäre super geil gewesen gegen den Bruder. Ja. Damn it. Okay. Wir gehen zu Fungus, weil, ja. Will die Giftspitzen einsammeln und. Ja, gehen auf Giga Drain. Wow. Okay, ja. Never mind. Das Ding ist ein Psychomon. Aber Psychoshock, ja. Psychoshock ist wild. Okay, 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 okay. Mit Radlim kill ich den auf jeden Fall. So, jetzt haben wir keine Poison mehr. Wir gehen auf Lunch. Wir haben... Psychoshock geht auf die Verteidigung. Aber ist trotzdem nur ein Two-Shot, weil das nicht geboostet wird. Warum geht er nicht auf einen Elektromove? Wäre neutral. Ah. Egal. Wir wollen ja dem Gegner nicht helfen, nicht wahr? So, und das letzte Pokémon ist ein Drifblim.
Du hast Flugattacken. Oh oh, du hast die Energy, die Beere, die Verteidigung, genau, und jetzt bist du doppelt so schnell. Shoot, bruh. Okay, ich habe eine maximale fucking Flugschwäche. Und der hat Akrobatik und ist doppelt so schnell jetzt. Oh, amazing, Bro. Ey, aber weißt du was? Ich schlag dich einfach mit deinen eigenen Waffen. Gatufail ist ein Elektro-Pokémon. Und das senkt deinen Angriff. Ja, wir spielen das sauber runter, Freunde. Wir spielen das so sauber runter wie nur möglich. Puschke, komm rein. Geht auf Hex. Gar kein Akt. Das überleben wir. Jetzt geht er auf Acrobatics. Genau, kriegt die Chance, irgendwas von der Spore abzubekommen. Schade, tut er nicht. Jetzt gehen wir zu Gatufail rein wieder. Er ist auf minus 2. Das heißt, die Akrobatik macht gar nichts mehr. Und jetzt kann ich ihn mit plus 1 Elektrofeld wegzünden. Ich gehe auf Wild Charge direkt. Das müsste killen. Ja, das muss locker killen. Ja. GG. Ja, okay. Wir wissen schon mal, was für Strategien hier kommen können, ne? Also Elektrofeld ist klar. Die Toxic Spikes haben mich ein bisschen überrascht. Und dann natürlich alles, was dazu gehört, ne? Elektrofeld, die Beere, mit die Death boostet und dann, hier Akrobatik und doppelte Geschwindigkeit auf Drift Zeppeli, weil er eine Fähigkeit hat, die, wenn das Item verbraucht wurde, ihn doppelt so schnell macht. Also es gibt mannigfaltige Strategien, die uns hier erwarten könnten in dieser Arena. Ha. Den ersten Kampf haben wir gut bestritten, aber wir haben eine deutliche Flugschwäche. Also, ich muss ein bisschen aufpassen auf sowas wie Emolga mit Akrobatik, Voltswitch und all so einem Scheißdreck. Und Alola Kleinstein und so kann auch kommen, ne? Und Alola Kleinstein fickt mich komplett. Weil ich habe nichts gegen Kleinstein, außer maybe Hariyama. Also die Kleinstein-Entwicklungsreihe, ne? Da wird kein Kleinstein kommen, sondern wenn, dann Georock oder Geowatz. Geowatz kann ich mir actually gut in dem Arena-Leiter-Team vorstellen. Geowatz nimmt mich komplett auseinander. Oh boy. Volbeat. Okay. Du kannst eine Attacke, die dich auf plus 3 pusht. In einer Runde. Auf dich habe ich gar keinen Bock. Okay, das ist neutral. Wow, das macht ja gar nichts. Tschüss. Ich bin positiv überrascht. Jin, du geile Sau. Blitzer. Okay. Maybe behalte ich einfach Jin und drück auf das hier. Das Ding ist ja kein Elektrofeld. Er hat keine wirkliche Strategie revealed. Okay. Na gut. Wir gehen zum Puschke. Ich glaube nicht, dass Jolteon Feuerattacken hat, weil sonst hieße es Flareon. Oh. Okay. Oh, okay, das war ein Crit. Damn. Okay, du hast kein Move, der verbrennen oder mich wegzündet, aber du hast dafür fucking Gesang und natürlich instant getroffen. Oh my goodness, Bro. Yo, er kriegt Crits, Max Schlafrunden, trifft sein Gesang.
Es ist wieder ein absoluter Schmaus. Na gut. Keine Para, please. Danke. Firelash. Der Move droppt den Death-Wert von Pokémon. Was krass ist, ne? Wir haben jetzt einen Move, der den Angriff droppt und einen Move, der die Verteidigung droppt. Oh nein. Okay. Hast du Luftschnitt? Wahrscheinlich hast du Luftschnitt, ne? Tidalens. Oh. Als ob du auf ein... Okay. Was ist Revelation Dance? What the hell? Ah, das ist die Attacke von ihm, ne? Der Signature Move von Oricorio. Der wahrscheinlich den Typen von ihm annimmt oder so, ne? Irgendwie so. Okay. Ist es physisch oder speziell? I don't know. Auf jeden Fall ist es electric. Das heißt, wir resistieren das Ding. Kriegen jetzt unsere Beere. Und wenn wir nicht verwirrt sind, dann leben wir noch heute. Indem wir Oricorio besiegen. Let's go! Okay. Ey, bisher läuft die Folge richtig, richtig, richtig gut. Zapstriker. Oh, er ist speziell. Okay. Oh, bitte komm durch. Yes. Okay, Zapstriker ist doch aber eigentlich eher physisch, oder nicht? So oder so. Ich gehe zum fetten Harry. Weil jetzt kommt wieder ein Flamethrower und das wird halt resistiert wegen Speckschicht. Wir gehen auf Fakeout. Ich hoffe, dass er keinen Static hat. Kann das Ding Static haben? Starthilfe kann es auf jeden Fall haben, aber... So, und dann Brick breaken wir. Okay, er hat wirklich nur spezielle Angriffe, ha? Huh? Ja, gut. Ey, Hariyama ist so geil. Egal, wir bleiben drin. Ich bleib drin, Mann. Ey, wenn Hariyama Ableithieb hätte, wäre er das krasseste Vieh in unserem Team. Probably. Weil er kann jetzt basically jeden Schlag lernen. Aufgrund von dem einen Trainer hier. Und dann könnte er sich sogar noch, ne, recovern. Galvantula. Oh, okay. Das hätte ich eher am Anfang des Kampfes erwartet. Okay. Hariyama. So. Okay. Das sollten wir aber gewinnen. Lernt Hariyama. Okay. Rattlen. Kraftwelle, Power Punch, Nahkampf, Gegenschlag, Abschlag. Uff, Crit. Okay. Puh. Ableithieb wird per TM, okay. Das ist halt dann die Frage. Wen wir Ableithieb lernen? Hariyama oder Panferno? Theoretisch ist Hariyama besser, weil er langsam ist. Und naja, wenn ein Pokémon langsam ist, muss es mehr Hits fressen. Und das bedeutet, dass es eigentlich besser ist auf so einem Pokémon. Ne? Eigentlich ist Panferno eher so eine Glaskanone, die
schnell rein rauskommt und heftig hittet. Und Hariyama braucht irgendwo die Recovery. Hat auch mehr KP, die er recovern kann. Theoretisch also besser Ableithieb auf Hariyama als auf Panferno, aber mal sehen. So. Ja. Au, oh, ich habe vergessen, Beeren zu geben. Shit. Das könnte mir jetzt in den Kopf kosten. Madonna. Okay, Porygon. Jin. Porygon versus Jin. Raise its attack. Okay, kann ich ihn flinchen? Nee, aber er kann mich paaren. Ja, war klar. Das war doch klar. Du, Digi, ich bleib halt Ringe. Ich sehe das jetzt nicht ein, rauszuwechseln und eine Para auf was anderem zu risken. Ja, aber Panferno wäre hier schon ziemlich sick, ne? Muss man sagen an der Stelle. Na gut, warte mal, kann ich die Stärke hier sehen? Nee, okay. Ich muss mir kurz merken, sind das beides 80er Moves? Also Lunge ist 80. Der ist auch 80. Okay, der senkt Angriff, der senkt Death. Das ist halt richtig gut, ne? Das ist halt richtig cool. Okay. Hoffentlich Kills? Nein, war klar. Ist ein Porygon. Oh. Ach, Porygon, du Ficker. Gut, wenigstens kommen wir durch. Die Para können wir immer noch aromatherapieren. Actually ist Aromatherapie probably eine der, ne, wichtigsten Attacken in diesem Ding hier. Beginnt zu Gatufail. Gatufail resistiert alles und bringt ihn auf minus 1. Deswegen ist Gatufail einfach krass und Bedrohr ist einfach broken. So, da kommt der resistierte Voltackle auf minus 1. Aber immer noch gut Schaden, ey. Oh, er hat Surfer. Amazing. Pikachu ist auf minus 2, minus 3. Gehen wir mal zu Pushkill, weil Surfer dürfte gar nichts machen. Boah, macht mehr als ich dachte, Alter. Aromatherapie. Weil wenn er jetzt einschläft wegen Dingens, dann... die Defense Spell. So. Und jetzt gehen wir auf Giga Drain. Fair. Ey, ich liebe mein Team. Also, ne? Das sind so Pokémon wieder, die ich never ever verwende sonst. Wann verwende ich bitte ein Parasect? Das ist halt einfach so fucking cool. Er geht wieder auf Iron Shit, ne? Oh Mist. Very good. Leider habe ich keine Prio auf dem Bruder. Oh, stimmt, der hat Surf. Fucking Idiot. Oh, und das war ein Crit. Ja, das habe ich verdient. Dafür, dass ich nicht einfach zurückgewechselt bin. It is what it is. Und am besten jetzt noch die Statik. Komm, gib's mir. Nein? Okay.
Boah, der Kampf könnte wieder wild werden, ey, ich sag's euch. Der könnte wieder wild as fuck werden. Vor allem, weil wir Fungus dabei haben. Und Fungus zählt halt wirklich nur als halbes Pokémon. Okay, Hex. Boah. Alright, jetzt kann ich mindestens zweimal angreifen. Na, wobei einmal, ne? Wenn er einen Turn bekommt. Oh, wir machen halt einfach nicht viel, ne? Er hat Lefties, okay. Ja, Fungus ist halt geil, ne? Für die Giftspitzen und so, aber ansonsten. Oder eher so ein schwieriger Kandidat. T-Wave. Okay. Hat Digga, einen Crit oder ein Highroll oder so wäre halt schon mal was Schönes, ne? Den hat er wieder nur überlebt, weil er Leftovers hat. Ja, und jetzt macht Hex natürlich Double Damage. Oh mein Gott. Haben wir irgendwas, was schneller ist als Rotom? Nee. No. God damn it. Verlieren wir jetzt diesen Kampf wieder? Ja, hier hätten wir definitiv den anderen Bruder gebraucht, ne? Der leider von einem Surfer wieder gekrittet wurde, aber. Okay, Fungus, das ist dein Moment. Okay. Miss den Will-O-Wisp. Das hat gekillt. Muss man mal anerkennen. Golem. Weiß ich nicht, ob das der richtige... Okay. Fire Punch. Sleep Spore? Fuck. Okay, der hat halt wahrscheinlich Robustheit, ne? Bedroher wäre halt auch cool gewesen, aber dann hätten wir kein letztes Mon. Vielleicht brauchen wir den noch. Oh, please don't para me. Boah, Digga, was ein Schaden. Und genau hier bräuchten wir zum Beispiel Ableithieb, weil jetzt überleben wir keinen zweiten Body Slam. Wait, Body Slam ist eine Elektroattacke? Oh, weil er die Fähigkeit hat. Okay. Kill? Fuck. Flinch? No? Wow. Deswegen. Ah, weil Body Slam bei ihm Stab wird. Deswegen hat das so unfassbar viel gemacht. Na gut. Dann kommt es jetzt ganz drauf an, was sein letztes Mon ist. Ich freue mich. Und Hariyama hat leider wieder keine Beere. Oh boy. Wenn wir die Tri-Attack überleben, können wir mit einem Crit gewinnen. Ansonsten. Never mind! Never mind. So,
Freunde, was für eine Strafe wir jetzt kurz vor dem Arena-Leiter noch bekommen werden, das sehen wir in der nächsten Folge. Dann werden wir außerdem Panpyro zu einem Panferno entwickeln und hoffentlich durch diese Arena durchböllern, so wie es sich gehört. Bis zum nächsten Mal, Freunde.